Parvati Asana, auch genannt Parvatyasana, ist die Stellung, die der Göttin Parvati gewidmet ist, der Frau von Shiva. Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas beschreibt es wie folgt. Setze dich auf die rechten Zehen und halte die Ferse oben. Dann gib das linke Bein auf den rechten Oberschenkel. Halte beide Knie oben und balanciere auf den Zehen. Wenn möglich, bringe auch das innere und das äußere Fußgelenk etwas näher zusammen. Dabei müsstest du den Fuß etwas näher an die Innenseite des Oberschenkels bringen. Das ist aber eine fortgeschrittene Variation. Wenn möglich, gib dann die Hände auf die Knie und dann wird es eine fortgeschrittene Gleichgewichtsübung. Angelina schaut gerade, ob sie dabei kurz balancieren kann. Letztlich ist es eine Variation der Zehenspitzenstellung Padangusthasana. Alle Variationen zu finden auf yoga-vidya.de.